Ich koche heute eine Spaghetti Carbonara nach dem Bestsellerbuch von Attila Hildmann, Vegan for Fit. Ein sehr schnelles Gericht und es ist ein veganes Gericht. Das heißt, wir verwenden statt Milch immer Ersatzprodukte. Dazu komme ich gleich noch später. Und als allererstes möchte ich sozusagen die Soße anrühren, was wir mit dem ganz normalen Mandelmus machen. Dazu muss man ein bisschen was sagen. Dass es weiß ist, ohne Schalen verarbeitet, ist meist besser zu verwenden. Und für die Sahnesoße müssen wir den Mandelmus verdünnen. Das heißt, wir nehmen uns 100 Gramm auf 250 Milliliter Wasser. Wir füllen das Mandelmus, wie gesagt, zwei Löffel hier rein. Ungefähr 100 Gramm nach dem Rezept für die Carbonara. Also zwei Löffel. Das ist schön cremig. Wir müssen das Ganze dann mit dem Schneebesen schön vermengen, dass es eine cremige Konsistenz erhält. Für die Carbonara benötige ich Räuchertofu, der als Schinkenspeckersatz dient. Weil es soll ja eine vegane Carbonara werden und dafür brauchen wir Räuchertofu. Das bringt den Schinkenspeck-Geschmack in die Soße. Den müssen wir dann scharf anbraten, aber vorher müssen wir natürlich klein schneiden und das mache ich jetzt. Da machen wir einfach schöne kleine Würfel. Wir verwenden, um den Tofu jetzt scharf anzubraten, verwenden wir Kokosöl. Kokosöl ist hitzestabil, kann man halt bei hohen Temperaturen einsetzen. Ist ein bisschen abgewandelt zu dem Rezept von Hildmann, der Olivenöl verwendet. Aber Olivenöl hat halt einfach die Eigenschaft, dass es nicht hitzestabil ist. Deswegen ist Kokosöl die bessere Wahl. Das Kokosöl in der Pfanne schön heiß machen, damit wir den Tofu, den Räuchertofu scharf anbraten können. Ganz wichtig, wie gesagt, gutes Kokosöl zu verwenden, am besten Bio-Qualität, weil das hat auch wirklich einen ganz tollen Geschmack. Braten wir das an, schütten den Tofu rein. Und wie gesagt, das scharfe Anbraten ergibt dann auch den entsprechenden Schinkenersatzgeschmack. Das heißt, wenn es scharf angebraten ist, hat man dann eben auch also den Geschmack, den man normalerweise bei einer Carbonara hat. Deswegen schön scharf anbraten und Räuchertofu verwenden. Nach 3 Minuten scharf anbraten geben wir Knoblauch und Zwiebeln dazu und lassen das nochmal 3 Minuten ungefähr mitbraten. Allerdings nicht mehr so scharf. Um den typischen Carbonara-Geschmack herzustellen, brauchen wir noch Zitronenschale und Zitronensaft. Dazu reibe man die Zitronenschale einfach ein bisschen ab. Dazu kann man auch eine ganz normale Reibe nehmen. Das ist jetzt hier so ein Spezialprodukt. Um die Carbonara zu komplettieren, verwenden wir dann sozusagen unser Mandelmus-Mix mit Wasser und geben das zu dem angebratenen Knoblauch dazu und dem Tofu natürlich. Dazu kommen dann noch die gehackte Petersilie, ganz wichtig bei der Carbonara, gewaschene und gehackte Petersilie sowie ein bisschen Zitronensaft und die halbe von uns abgeriebene Zitronenschale. Das Ganze lassen wir jetzt 5 Minuten köcheln und ein bisschen andicken. Für unsere Spaghetti à la Carbonara benötigen wir normalerweise ganz normale Spaghetti, die man kochen kann. Wir verwenden nach dem Rezept von Hildmann in dem Buch Vegan for Fit natürlich, wie er es geschrieben hat, Zucchini, am besten Bio-Zucchini, schön waschen vorher, das eine Ende abschneiden und dann durch einen sogenannten Spiralschneider drehen. Warum nehmen wir Zucchini? Das hat einfach einen Grund, dass die wesentlich weniger Kalorien haben und sich als Spaghetti wunderbar eignen, wenn man sie einfach mal durchdreht. Ich demonstriere das mal kurz und kann die einfach in diesem Spiralschneider mit ein bisschen Druck
wunderbar mit der Schale durchdrehen. Das heißt, es entstehen sogar relativ lange Spaghetti, die man dann vielleicht nochmal durchteilen muss, aber für zwei Personen benötigt man ungefähr 3 bis 4 Zucchini. Und dann hat man eine ausreichende Menge, dass wirklich beide satt werden. Dazu benötigt man aber auch eine ganze Menge Kraft. Es gibt noch andere Spiralschneider, die etwas einfacher gehen, aber wesentlich mehr Platz in der Küche wegnehmen. Von daher ist dieser der einfachere und praktischere meiner Ansicht nach. Bevor wir die Zucchini-Spaghetti in die Carbonara-Soße reintun, müssen wir die noch ein bisschen mit Olivenöl marinieren. Dazu einfach noch ein bisschen Olivenöl in die Zucchini-Spaghetti hineingeben. Ein bisschen mit Meersalz oder mit, am besten mit Himalaya-Salz. Gibt es auch in jedem guten Bioladen. Salzen und ein bisschen würzen. Das heißt, einfach mal kurz umdrehen. Und dann sind sie sozusagen schon kochfertig. Noch schön die Soße salzen und pfeffern. Das haben wir vor uns noch nicht gemacht, deswegen müssen wir das jetzt nachholen. Pfeffer am besten noch immer frisch gemahlen. Aus einer Mühle hat er ein deutlich besseres Aroma als fertiger Pfeffer. Und jetzt heben wir die Spaghetti unter die Soße, wie man sagt, oder wir tun sie einfach in die Pfanne und heben sie drunter. So, jetzt müssen wir das Ganze für die Pfanne schon fast zu klein ein bisschen unterheben. Man sieht schon, es ist auf jeden Fall ausreichend für zwei Veganer. Die Zucchini-Spaghetti sind jetzt nach ungefähr einer Minute durch. Das heißt, man braucht auch wesentlich kürzer mit den Zucchini-Spaghetti als mit normalen Spaghetti. Und jetzt können wir die schon anrichten auf Tellern.